Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Teil 3 bei der Firma 9FF. In Dortmund. Jetzt, die Pflicht haben wir hinter uns, jetzt kommt die Kür. So kann man das ungefähr sagen. Genau. Und zwar, wir haben hier, beziehungsweise ich darf heute fahren, 992 Turbo. Turbo S. Ja. Eigentlich brandneues Auto. Richtig, genau. Ist nagelneu. Der Kunde kommt eigentlich aus dem Ausland. Hat das auch im Ausland gekauft. Also ich habe mit dem länger geschrieben übers Internet. Und dann hat er sich dazu entschieden, so ein Fahrzeug zu kaufen. Hat das Auto noch nie selber gesehen. Hat das halt, wie gesagt, der kommt aus dem Osten und aus Ost, ne? Ja. Hat das hier in der Nähe gekauft, hier hinbringen lassen. Und dann habe ich mit dem alles schriftlich ausgemacht. Was können wir machen, wie viel Leistung und so weiter und so fort. Serienmotor, nicht Serienmotor. Er hat gesagt, er möchte im ersten Step mit Serienmotor gehen, aber ans Maximum. Mhm. So, und ja, das haben wir jetzt quasi gemacht. Ja, sind Upgrade-Lader drin, Auspuffanlage ist umgebaut von uns, 89 mit Klappe. Krümmer haben wir gemacht, wir haben Ansaugung gemacht. Jetzt ist noch ein Wassermethanol-System drin, würde ich persönlich nicht verbauen. Der Kunde wollte es aber unbedingt haben. Jetzt gerade im Augenblick ist es eventuell auch noch notwendig, wegen originalem Nadelluftkühler. Wir haben einen bestellt, ist leider bisher noch nicht gekommen. Deswegen denke ich, jetzt im Augenblick werden wir zwischen 850 und 900 PS liegen. Was, glaube ich, schon viel Spaß macht in dem Auto. Ich bin damit schon ein paar Mal gefahren, also mit jemandem zusammen. Und, Die sagen, eigentlich sagt man ja zu dem Auto, dass der serienmäßig schon pfeilschnell ist, ne? Ja. So. Ja. Ja. Und jetzt sind ja nochmal gegenüber Serie 250 PS oben drauf. Genau. Okay, das wird, glaube ich, interessant. Das wird Spaß machen. Ist das hier schon Upgrade? Ja. Das ist, also der hat den Heckscheinwischer drauf und der Kunde hat gesagt, er möchte unbedingt ein sehr leichtes Auto haben und sehr aerodynamisch. Deswegen habe ich gesagt, wir bauen den direkt runter. Eigentlich hätte er am liebsten einen gekauft ohne den. Gibt es aber tatsächlich, ich überlege gerade, gibt es ohne Heckscheiben? Ja, gibt es ohne. Gibt es ohne, konntest du optional bestellen. Das Problem ist aber, sein Fokus lag auf dem Carbondach. Weil alle Autos haben sonst ein Schiebedach, ein Glasdach. Und der die leichteste Ausführung haben wollte, gab es nicht besonders viele, die er halt nehmen konnte. So ein Auto, wenn das mit Carbondach drin steht, steht das 3 Tage drin und ist das verkauft. Krass. So, und deswegen war die Wahl halt, ja. Ne? Können wir mal einmal hier den hier einmal aufmachen? Ja, da kannst du aufmachen, da wirst du aber nicht viel sehen. Ja, musst du einmal aufdrücken. Das wollte ich gerade mal gucken, wie wenig man da sehen kann. Oh ja, hier, ich ziehe auch schon an der falschen Stelle. Ja, okay, da ist natürlich. Bis auf 2 PC-Lüfter sieht man da wirklich gar nichts mehr. Ja, das ist sehr, sehr schade. Also ich sag mal so, wenn man sich früher mal bei so einem, oder zum Beispiel als wir gerade eben bei einem Salvatore-Auto standen, und man da hinten mal reinguckt, was das für ein Kunstwerk ist, bei den Motoren siehst du einfach leider gar nichts mehr. Mhm. Aber er ist auch hauptsächlich geschmückt mit Plastik, deswegen wollen sie es auch nicht, dass man sieht. Gehe ich von aus. Das heißt, wir reden nochmal zusammengefasst. 991 Turbo S, 992 Turbo S. Richtig. Upgrade-Lader, Krümmer. Ja. Wie ist das mit Ansaugung? Muss man wahrscheinlich auch profitieren. Ansaugung haben wir auch unsere eigene drin. Luftfilterkasten fährt jetzt nicht mehr mit. Haben uns da was eigenes gebaut. Und ja. Getriebemäßig kann alles original bleiben? Es ist alles bone stock. Stock Engine, Stock Clutch, Stock Gearbox. Und auch das hat Fadern schon quasi abgeschimpft bekommen in dem Originalsteuergerät? Genau, ist alles Originalsteuergerät. Da muss man ja auch erstmal reinkommen in so 991. Also es ist sehr, 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 sehr kompliziert im Gegensatz zum 991. Du hast, das Steuergerät ist viel, viel intelligenter, es greift auf viele andere Werte zurück, womit man sonst nicht arbeitet. Ja. Also man muss sehr, sehr viel tricksen, damit es funktioniert. Haben uns ein bisschen den Kopf zerbrochen, aber erstaunlicherweise hat es schnell funktioniert. Wir haben genau ein Wochenende gebraucht dafür, Freitag, Samstag, Sonntag. Das heißt, wir schmeißen einfach mal vorweg schon mal ein paar Zahlen in den Raum. Das heißt, so ein Koffer wird jetzt wahrscheinlich 0-100, irgendwas 200 Sekunden fahren? Drunter eher. Drunter sogar? Ja. Also ist natürlich gripabhängig. Er hat jetzt halt diese P-Zero-Reifen drauf. Ich finde persönlich, der P-Zero-Reifen fährt gar nicht schön auf dem Porsche. Wirst du gleich auch merken. Wenn dann Conti drauf ist, funktioniert das deutlich besser. Oder ein Michelin. Michelin brauchst halt immer nur gute Temperatur. Hast du beim Conti gar nicht. Conti machst du drauf, volles Rohr, das funktioniert immer. Der Kunde am Schluss ist sehr hardcore. Der hat 19 Zoll Räder für die Hinterachse gekauft mit 55er Querschnitt. Da kommen Hosier-Ballonreifen drauf. Vorne 20 Zoll mit Toyo. Und, der will es also richtig wissen. Der wird richtig wissen. Der will nur Viertelmeile damit fahren. Das heißt, wollte, wir können auch die Uhr nachstellen, dass da alles rausfliegen wird wahrscheinlich. Der wollte eigentlich alles ausbauen, alles aus dem Innenraum komplett nackt. Und ich habe zu ihm gesagt, er soll erstmal bitte einmal so mit dem Auto fahren. Weil wenn das Auto ganz leer ist, hat er ja eigentlich gar nicht diesen Genuss, den du im 992 sonst eigentlich hast. Dieses, auch die Soundanlage, also mir ist sowas eigentlich nicht wichtig. Aber in dem Auto, das ganze Zusammenspiel von allem ist schon genial. Weil, was kostet ein Auto aktuell? 250.000 Euro? Also Auslieferungspreis mit Carbondach und allem zick und zack waren 328.000 Euro. Und er hat den für um die 200, 220, glaube ich, gekauft. Und jetzt der Umbau nochmal mit allem drum und dran plus die Carbonsitze waren wir bei um die 50. Will ich den wirklich fahren? Nein, krass, geil. Okay, ja, ich würde sagen, wir machen mal einen, doch wir schmeißen ihn erstmal einmal schon mal an. Genau.
ich habe manchmal schon schlechtes Gewissen mit den Auspuffanlagen. Das ist jetzt aber eine reine Exportversion, oder wie? Das ist eine reine Exportversion. Wir können das auch so ähnlich mit TÜV für Deutschland bauen. Ist kein Problem. Der Kunde wollte aber halt sehr, sehr hardcore haben, weil, wie gesagt, der fährt ausschließlich Viertelmeile mit dem Auto. Das Einzige, was der macht, ist maximal vielleicht damit mal zur Tankstelle fahren, um seine Jungs auf der Autobahn zu ärgern. Aber der wollte auch eigentlich ausschließlich Rennsprit damit fahren. Die Abstimmung, die wir jetzt drauf haben, ist für 102 Oktan. Ja, ja. Also wir fahren jetzt im Prinzip ganz normale Straßenprogramme, wie ich so ein Auto auch dem Endkunden verkaufen würde. Und ja, der hat noch eine Spezialversion, der kriegt von mir noch einen Flasher mit. Und dann kann er sich da so eine 123-Version drauf flashen und dann... Also der fährt da VP 123 sonst drin. Krass. Also ich war mir erst nicht sicher, ob ich das Auto wirklich fahren will, weil ich weiß, das wird so gut fahren, dass man danach wirklich versaut ist. Ja, es ist schlimm. Aber jetzt, wo ich das Geräusch gehört habe, muss man auf jeden Fall fahren. Ja. So, also wir fahren mal los. Das ist jetzt Klappe zu? Das ist Klappe zu. Im Kaltstart ist es immer sehr laut wegen der dollen Zündung, ja, ne, weil er jetzt gerade nur 4 Grad fährt. Das gleiche hörst du auch von jetzt an, vielleicht er wird leise, er switcht direkt auf 45 Grad und dann fährt er ganz lang. Das ist ja brutal. Das ist schon assi. Das ist schon wirklich... wirklich hardcore. Genau, einfach nur ganz runterziehen, genau, erster Gang und los wieder. Also was Porsche ja einfach kann, ist links, rechts? Links, wir fahren links, rechts, rechts ist ein Kreisverkehr, da kommen wir nicht weit. Da können aber die Straße hoch und runter fahren. Hörst du jetzt auch, ne? Jetzt hat er die Zündung wieder auf, spät gestellt. Also was Porsche halt einfach kann, ist diese PDK-Getriebe, wie die so fahren, ne? Also die Getriebe schalten sich sehr, sehr gut. Die meisten haben da Probleme, zum Beispiel jetzt beim 901, wenn man eine Dotson-Kupplung einbaut. Das kriegen wir aber mittlerweile auch sehr, sehr gut hin. Zuerst war das schwierig, die hat immer so gezupft und ein bisschen geruppt beim Anfahren, sehr unangenehm. Hat man mittlerweile aber auch im Griff. Bei dem Auto braucht man glücklicherweise kein Kupplungsupgrade bis 1000 Newtonmeter. Und ja. Habt ihr sogar einen eigenen Kreisverkehr hier? So ungefähr, ja. Ja, wenn wir gleich fahren, wir müssen auf manuell fahren, muss bei 7,2 schalten. Das Problem ist, es gibt aktuell noch keine Möglichkeit, in das Getriebe reinzukommen. Das heißt, wir beschummeln das Getriebe jetzt ein bisschen. Auf dem Drive-Modus möchte der immer alleine bei 6700 schalten. Das heißt natürlich keine Endleistung. Und ja, da sie erst bei 7020 Umdrehungen die Leistung mit Drehmoment kreuzt und wir natürlich viel Leistung haben wollen, muss er natürlich höher drehen. Ganz einfache Sache. Wir fahren rechts hoch. Also was ich schon mal krass finde, jetzt gibt es noch mal kurz so ein 992-Review hier, ist heftig übersichtlich das Auto, ne? Heftig übersichtlich, man hat sehr, sehr viel Platz. Es ist sehr, sehr groß, finde ich, vom Innenraumgefühl her. Man fühlt sich nicht verloren in dem Auto. Das hat mich immer ein bisschen gestört. Also ich bin jetzt auch schon viele alte Porsche gefahren. Wir haben selber bei uns in der Familie auch einen 911 SC von 82. Da habe ich auch einen Motor für gebaut, 300 PS und so. Das Ding macht echt Laune. Sauger aber, der einzige Sauger, den wir haben. Das Auto, du bist halt schon sehr eingeengt. Ne? Du merkst halt schon, wie mit der Zeit die Autos gewachsen sind. Enorm. Das steckt gerade sie weg, der Prozess machen. Ukraine ist noch schlimmer. Wir fahren rechts. Nee, so wie man so die Schnauze sieht und so. Ich denke mal, dass sie deswegen vielleicht auch die Kotflügel so ein bisschen höher gezogen haben. Genau. Da hat man schon echt ein gutes Gefühl hier. Und wir sind trotzdem 3,7 gefahren. Ja. Es hat nicht geschaltet und wir hatten keinen Grip. Ja, Alter, das ist ja echt krass. Aber du weißt, was ich meine. Das Ding hat Antritt brutal. Also ich hätte wirklich gedacht, es fährt einfacher. Ja. So. Ja. Aber ich bin eigentlich losgefahren, habe gleich am Hebel gezogen. Ja. Habe ja aber trotzdem den Schaltvorgang wieder verpasst, so ungefähr. Ja. Ne? Ich weiß, muss man ein paar Mal gefahren sein, dann gewöhnt man sich daran. Das ist ein bisschen... Tricky, ne? Tricky, ja. Aber was das Ding dann für ein Schlag? Und jetzt überleg mal, der hat den Gang bestimmt eine halbe Sekunde oder anderthalb Sekunden gefühlt nicht reingemacht. Ja. Dann hat er nochmal kurz durchgedreht und wir sind trotzdem eine 3-2-3 gefahren. Also du fährst mit dem Auto ganz entspannt, wenn du das vorher ein paar Mal gemacht hast, fährst du in Tiefe 3. Kann ich dir gleich gerne einen Draggy-Lock zeigen, bin ich mit dem Auto gefahren, mit einem Kollegen zusammen, sind wir zusammen 2,34 Sekunden gefahren auf 100. Total. Ja. Aber generell das ganze Sounderlebnis im Auto ist genial. Vor allem, was auch gut gelungen ist das eine modifizierte Serienanlage oder eine komplett eigene? Das ist komplett eigene. Also wir bauen Auspuffanlagen immer komplett selber. Wir benutzen keine Serienschalldämpfer. Mein Vater ist ein Freund davon, alles komplett selber bei uns im Haus zu bauen. Sprich, Krümmer, Ansaugung, ist alles bei uns im Haus entstanden. Und Weil
Vom Dröhnenfaktor drin ist natürlich auch krass, weil es dröhnt eigentlich gar nicht, ne? Genau, es ist ganz speziell. Die Boxer-Sechszylinder fangen immer sehr doll an zu dröhnen, besonders im Bereich zwischen 2.000 und 3.000 Touren. Die meisten Leute bauen sich immer einen großen Schalldämpfer, der alle Abgase zusammenführt. Das heißt von Zylinderbank 1 bis 3 und 4 bis 6. Das macht dieses Dröhnen, weil dadurch, dass du die Abgase zusammenführst, entsteht dieser Wummer-Effekt, den man natürlich nicht haben möchte. Wir bauen einzelne Töpfe für jede Zylinderbank. Das heißt, Zylinder 1 bis 3 ist ein Auspuff und Zylinder 4 bis 6 ist ein Auspuff. Ja, hier rechts fahren wir zu. Deswegen hast du in keinem von unseren Autos dieses Dröhngeräusch, dieses Wummergeräusch, was nervig ist und unangenehm. Bin jetzt ja auch schon, ich würde sagen, so um die 200 verschiedenen Porsche gefahren. Egal ob 996, 997, 991, ältere Modelle, die ganze Reihe durch. Carrera GT bin ich schon gefahren. Wir haben meinen vor 10 Jahren gebaut mit Biturbo. Dem gehört jetzt jemand in Katar, der das Auto mal geliefert, einmal zu einer Durchsicht, weil das Auto 5 Jahre in seiner Garage stand und nicht benutzt worden ist. Und ja, die Chance habe ich damals ergriffen und bin dann auch mit dem Auto ein paar Meter gefahren. War eigentlich sehr witzig, weil ich habe meinen Dad gefragt, ich so, ey Papa, meinst du, ich darf mal ein paar Meter damit fahren? Und er guckt sich um, guckt, wie deine Mutter sieht das. Ja. Das heißt, wie ist das für dich so in dem Alter schon so ganz Kisten zu fahren? Ist immer noch was Besonderes, oder? Es ist immer noch besonders. Viele meiner Jungs meinen immer so, boah, wir müssen jetzt hier fahren, wir müssen da hinfahren und die müssen alle sehen, du musst gesehen werden. Das ist überhaupt nicht das Ziel, was ich habe in so einem Auto. Wenn ich in so einem Auto fahre, ich fahre auf die Autobahn, gucke, wo es irgendwo unbegrenzt, wo es leer, wo störe ich keinen, dann baller ich da ein bisschen und fahre ich nach Hause und bin ich zufrieden. Also ich bin jetzt nicht so der sagt, boah, ich muss jetzt hier hinfahren und da hinfahren und dem das noch zeigen und so. Ich habe das Gefühl, die meisten Leute geben lieber mit so einem Auto an, als es wirklich zu genießen. So, und ich finde, der große Spaßfaktor bei dem Auto ist halt einfach Kurven fahren, mal schnell eine Kurve fahren, bisschen ins Sauerland, bisschen Spaß haben damit. Auf der Autobahn, mal ein bisschen ballern, aber es halt nicht übertreiben. So, weil das Ding ist halt, man muss immer mit dem Gedanken fahren, es ist nicht dein Auto und wenn du es kaputt machst, kannst du es nicht bezahlen. Ja, ja klar, nee, keine Frage, ist auch vernünftig die Einstellung. Ja. So, weil ich habe das schon bei genug von meinen Jungs gesehen, die Karren von ihren Eltern zerlegt haben und wo der Vater bis heute angepisst ist und keinen mehr mit einem Auto fahren lässt, was ich völlig nachvollziehen kann. Und da hat mein Vater schon sehr großes Vertrauen in mich. Und ja. Zeit zu fahren. Wenn jetzt noch der Ladeluftkühler hier drin ist, ich sitze hier alleine hier drin, fährst du mit dem Auto ganz entspannt 3938. Ja. Krass, Wahnsinn. Vor allem, es fühlt sich schon stark an, ja. Aber es ist nicht irgendwie so, dass man... Das ist nicht das Gefühl, das Auto überfällt dich. Ja. Ja. Ja, würde sie jetzt 997 Turbo mit 1000 PS fahren, würde sie jetzt komplett einstuhlen, dritter Gang. Wap, wap, papa, wap. Den Punkt zum Schalten ist immer richtig. So, finde ich, ne? So. Weil ich finde, man ist hat so. Schön immer, man hat schon noch ein bisschen Verzögerung hinter. Genau, weil wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, schaltest, du weißt ganz genau, jetzt bin ich drin, jetzt gehe ich von der Kupplung runter. Und wenn du am Pedal ziehst, du weißt nicht, betätigt er den Gang, wenn du am Pedal ziehst oder wenn du es loslässt. Ja, ist ja. Ja auch bei allen Autos unterschiedlich. Also das Tag hat sich voll gelohnt. Ja, ja. Also hier, das, ich glaube auch, dass auf der Rennstrecke das Ding unheimlich Spaß macht. Glaube ich auch, mit Sicherheit, ja. Also, wenn du irgendwann mal die Chance bekommst, dann GT2 RS zu fahren, sag ich dir, dass diese Chance musst du ergreifen.
Das Auto fährt relativ ähnlich, finde ich. Die Vorderachse ist nicht ganz so agil wie im GT2 RS. Aber es kommt schon sehr, sehr nah da dran. Und GT2 RS ist echt brutal. Also es ist eine wirkliche Trackwaffe. Wir hatten einen da mit einem Mantai Racing Umbau und 900 PS mit unserer Leistungssteigerung. Das Ding ist so heftig gefahren. Also ich bin wenig Autos gefahren, die mich so schwer beeindruckt haben und mich geprägt haben im Fahrverhalten. Ist nochmal ein bisschen puristischer. Ich kann hier links und gerade ausfahren. So, ich will mal eine Sache testen. Klar. Und zwar, wir machen mal Folgendes. Wir stehen einfach nur, rollen los und geben Gas. Ist ja selbst so schon eine 3-1. Deswegen, wie gesagt, also wenn man den richtigen Schaltpunkt ja trifft, man fährt ganz locker eine tiefe 2-Sekunden Zeit. Ja, aber das hätte ich nicht gedacht, dass der unten raus so brutal marschiert. Und auch, aber dann doch, man halt wirklich das Auto doch fahren können muss unten raus. Ne? Ja. Also ist nicht so einfach. Wie man sich das vorstellt. Ja, genau. Also einfach reinsetzen und gib ihm, ist da definitiv nicht. Nicht so ganz. Wenn er es auch selber schaltet, geht es noch schneller. Ja, aber weil ich glaube, der Schaltpunkt halt später trifft. Ja, muss ein paar Mal gemacht haben. Vor allem da ist es ja wirklich schon so, das geht ja richtig ins Gehirn rein, so ungefähr. Ja, ne? Ja. Ne? Siehst du, 2, 3, 5. Und die Reifen sind schlecht. Also wenn du jetzt die richtige Toyos drauf hast, fährst du mit dem Auto ganz entspannt unter 2 Sekunden. Boah. Weil du merkst ja, wie am Schluss ja noch einmal losfährt und kurz einmal nachregeln muss und dann erst wirklich schiebt. Ja, aber das war doch jetzt gerade mal ein Start, wie das Ding halt fahren Start, muss. Ne? Weil fahren. Richtig, genau. Ja. Also ich bin echt gespannt, ob es jemand hinkriegt, das selber per Hand so zu schalten, weil man gefühlt einfach zu langsam ist. Wir haben es ja gemacht. So, ne? Bei 2, 3, 5. Krass. Ja. Schon mal so eine schnelle 0-0-100 gesehen oder gefahren? Also zum Beispiel das schnellste, was ich in meiner Limo jemals gefahren war, war eine 2-7. Ja. Eine 2-7, aber das war dann auch schon mit etlichen Versuchen und so weiter. Ne? Klar. Aber das ist halt einfach Porsche. Das ist Porsche, das ist Präzision. Das ist Porsche, du, das haben die einfach du voll drauf. Machst einfach auf D und das Auto ist halt einfach am schnellsten. Genau. Das Problem ist halt nur halt auf D, wenn du jetzt aus dem zweiten Gang rausfährst, im ersten Gang würde er glaube ich bei 6,5 schalten, beim nächsten bei 6,7, wir fahren bericht. Und danach dann immer so bei 7,8, bei 6,8, kurz vor 7 und hast halt erst deine richtige Endpower halt oben raus. Ne? Deswegen willst du, wenn du wirklich eine Zeit fährst, musst du dann quasi selber schalten. Jetzt aktuell noch. Also jetzt bald soll es im Prinzip die Möglichkeit geben, das Getriebe auch programmieren zu können. Ja, 2-3, Alter. Das haut mich, da kriege ich wieder ein Grinsen auf den Gesicht. Vor allem da hat man das so gemerkt gerade. Kannst du freuen? Kannst du fahren? Da hat man eben gerade gemerkt, wie heftig dieses Zusammenspiel einfach funktioniert. Genau, also zwischen Getriebe einkuppeln, und Motor, hochschalten und so weiter. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ja, mal hier wieder links. Der war quasi schon da. Ja, brutal. 2-3 auf 100. 4-1, 100 Zoll. Krass. So, Problem ist, das Gehirn ist fast schon zu langsam für das Auto. Ist wirklich so, wenn du ihn selber schalten lässt, ist es fast am schnellsten. Zumindest mit Launch Control Start. Ja. So, ne? Also Launch Control geht rein, das Auto hackt los und gefühlt ziehst du schon am Hebel, aber fährst trotzdem in Begrenze. So, ne? Machst du einfach nur auf DF, ist das Ding sofort eine 2-3 gefahren. Ne? Ganz entspannt, ja. Ich habe eben gerade schon gesagt, das Schnellste, was ich in meiner Limo jemals gefahren war, war eine 2-7. Und das war schon mit viel Kämpferei und so weiter. Und hier zwei Leute, D rein, Launch Control, fährt los und fertig. So. Ja. Und man muss ehrlich sagen, die P-Zero-Reifen, du hast es selber gemerkt, ja. Traktion ist nicht wirklich da. Also ich denke mal, mit einem besseren Reifen fährt man da auch unter 2 Sekunden und, mit. Und 4-1, 100, 200 auch krass. Zu zweit, Serienladluftfehler, so 22 Grad außen. Für so ein Bolt-On-Kit, dann für den Sprit. Klar, so, ne? Nur 102 drin. Das heißt, definitiv Auto für Potenzial 3 Sekunden, wird relativ schnell mit dem Auto gehen. Ne? Richtig, denke ich. Perfektes Auto, schaltet perfekt, bremst perfekt, lenkt perfekt. Also kann man sich wirklich reinsetzen und jetzt bis Hannover durchknallen, wenn man das will. Ja, danke, dass ich das einmal spüren durfte. Gerne. Extrem geiles Kit. Ich vermute mal, wir werden das Auto mit Sicherheit in dem einen oder anderen Viertelmeile-Video noch sehen, wenn der Besitzer so durch ist. Mit Sicherheit. Mit und dann Sicherheit. Gucken wir, was geht. Also ich sage, mit vernünftigen Reifen und so weiter ist das definitiv ein Auto, was relativ schnell eine 8 auf jeden Fall fahren wird. Ja, also ich bin mit dem Auto mit unserem Programmierer zusammen, der, wie gesagt, ein bisschen was wiegt, sind wir zusammen 9,6 gefahren, aber wir sind auch 0,100, 2,8 gefahren. Ja. So, und wenn du jetzt eine 2,3 fährst, ne, wollte ich dir nicht sagen. So, vor allem, was meinst du, was die passiert, 0,5 ziehst du ab und hast so richtige Reifen drauf. Genau. Ja. Dann und vor allem noch ein Ladeluftkühler. Dann fährt so ein Ding auf einer guten Strecke sofort nach Einsatzzeit und dann wird das schon richtig eine flache 8, dann geht das in die richtige Richtung. Ne? Genau. Und da musst du schon ganz schön viel Geld in andere Autos stecken, damit du in diese Region kommst. Ja, mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Teil 3 bei 9FF. Mega, war geil.
mega Tag. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, top. Wir setzen uns jetzt in unseren Bus und fahren nach Hause. Ich hoffe, wir kriegen alle keine Höhenangst. Aber in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.